Hallöchen Radsportfans und herzlich willkommen zurück zu einer Pro Cycling Serie mit Erik Zabel, wo wir bei der Tour de Helvetia sind. Eine Etappe von den fünf Hügeletappen konnten wir gewinnen, die anderen vier leider nicht. Und naja, jetzt ist mit den Siegen sowieso vorbei. Es geht rein in die Berge. Wir sind 15 Punkte hinter De Lee im Sprintertrikot und sollten jetzt eigentlich ausreißen. Ob sie natürlich das gelbe Trikot weglassen, das ist halt so eine Frage, weil das tragen wir im Moment. Oh, die Sprints kommen auch erst hier hinten. Das wären 8 Punkte, wenn man beide gewinnen würde. Aber wie soll ich mit der Ausreißergruppe über diesen Berg hier rüberkommen? Das ist der Nufinen Pass, Or-Kategorie gewertet. Und Mosalp kommt dann als letztes. Das kann natürlich sein, dass ich hier irgendwie mit denen rüberkomme oder auf der Abfahrt vielleicht dann, wenn sie mich abhängen, wieder rankomme. Aber meistens reißen ja hier auch Leute aus, die 77, 78 am Berg haben. Das ist jetzt natürlich echt scheiße, ey. Warum ist nicht wenigstens ein Sprint oder so mal hier vorne? Naja, ich würde mal sagen, ich guck mal, ne, wenn ich eine gute Form habe, dann versuche ich mal auszureißen. Und wenn ich eine schlechte Form habe, dann halt nicht. Hello and welcome. The profile of today's course favors climbers. The others are going to have to make an early breakaway and build up a good lead if they want to win. However, it has to be said that their chances of doing so are slim, if not non-existent. Ja, damit herzlich willkommen zur 7. Etappe der Tour der Helvetia hier. Naja, gute Form haben wir nicht eingefahren. Durch unsere Fitness kriegen wir ein bisschen Plus. Und es ist natürlich auch möglich, dass die jetzt nicht gerade begeistert. Ja, Deli sitzt auch hier, der könnte auch mit angreifen. Der hat 15 Punkte Vorsprung. Also, wenn wir die beiden wirklich gewinnen sollten, dann machen wir 8 gut, dann sind es immer noch 7. Und dann müsste es bei der letzten Bergetappe dann auch nochmal 2 geben, die wir holen. Also, weil wirklich gerade so eben drüber. Es sei denn, eben er macht da den zweiten oder dritten oder so. Ich glaube, ich versuch's einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück und komm weg. Finde ich auch immer so krass, irgendwie so als gelbes Trikot auszureißen. So, Hater. Mit dem And he könnte ich noch sprints away vielleicht in mithalten. attack. Komm, wir gehen mal mit. Und? Tilly dabei? Ne, Tilly ist nicht dabei. And it's a swift acceleration by Maximilian Schachmann. Es sieht auch nicht so aus, als wenn das Feld im Moment uns hinterher fährt. Allerdings lass uns mal gucken. Oh Gott, sind die alle am Berg gut, ey. Mit denen kann ich niemals mithalten, ey. Weiß ich, vielleicht hängen sie mich hier am Or-Kategorieberg nicht zu sehr ab. Ich komme wieder ran und hol mir die Sprints. Ich führe jetzt hier auch nur mit für den Anfang, damit wir vom Feld wegkommen. Aber jetzt macht das Feld auch schon Tempo. Ist jetzt die Frage, ob sie wirklich Erik jagen oder ob sie E2 jagen. Leider kommt E2 auf jeden Fall schneller an uns ran, wie wir wegkommen. Ich könnte wetten, ey, da macht irgendein Sprinter-Team Tempo. Also ja, das ist das Team von Gürmet. Da sitzt noch einer von Gürmet. Und das müsste das Team von Deli sein. Tja, noch sind wir hier auf jeden Fall mit dabei. Nicht ganz eine Minute Vorsprung. Ah, das heißt, jetzt haben wir über eine Minute. Ja, kommt. Die hier sind auch alle gelb, wollen nicht kooperieren. Dann brauche ich, denke ich mal, als gelbe Trikot auch nicht kooperieren und hänge mich einfach ran. Ich bin ja der Führende der Gesamtwertung. Puls hinten im Feld ist wieder recht entspannt. Und dann würde ich mal sagen, ich cut euch das raus und naja, entweder hier am Ende des Berges, wenn es spannend wird, nehme ich euch mit rein oder aber ich nehme euch kurz vor den Sprints wieder mit rein.
So Leute, etwas unter 8 Kilometer bis zu den Sprints nehme ich euch wieder mit. Ich denke mal, ihr seht selber, unsere Gruppe wurde eingefangen. What's going on? Several riders are flat on the ground. Allerdings konnten wir die Lee abhängen. Das seht ihr da an diesem roten... Caleb Ewan wieder, er kommt mit, ey. Das kann ich wahr sein, Alter. Und Gimme kommt auch mit. Scheiße, Mann. Der kann so ein bisschen was im Sprinten. Dann hört ihr beide erstmal auf. Du führst erstmal ein bisschen, kriegst mal den rein und da hängen wir uns mal ran. Dann hat Gilmy zumindest ein bisschen den Kopf hängen lassen. Gut, dass Kron eine gute Form hat. Da kommt schon der letzte Kilometer. Ich brauche unbedingt eigentlich alle Punkte. Boah, noch bin ich vor Gürme. Aber Gürme ist schnell. Ah, ich glaube, ich habe es geschafft, ey. Haben wir 4 Punkte bekommen? Ja, so ist es. Wir sind noch vor Gürme reingekommen. Schönes Ding. Dann halten wir uns jetzt hier wieder zurück. Ihr beiden führt mal mit 50 weiter. Kommt mal in ein neues Grüppchen. Kron lassen wir uns lieber mal vorne. Ja, wir machen natürlich gar nichts mehr, ist ja klar. Lass uns hier schön wieder einfangen. Ich würde dieses Sprinter-Trikot hier bei der Tour der Helvetia halt unheimlich gern mitnehmen. Tja, ich fahre hier mit 1. Irgendwie kommen sie nicht ran. Well, we can see that jetzt the pack sind is sie increasing da. The pace. It's going to be difficult to break away now. Lassen wir mal 65 fahren. Den Kron, damit ich den gleich bei mir habe, der beschützt uns mal. Na, zu geil, ey. Das war, nachdem sie uns eingefangen haben, den Deli noch abhängen konnten. So, setzen wir mal einen Tick weiter. So, das ist aber schon wieder nicht mehr weit. Und die beiden werden, ich greife gar nicht erst an, die beiden werden mich nicht wieder verfolgen. So, wir geben jetzt mal Kron rein. Ihr beiden macht ein bisschen mehr Dampf. Dann hängen wir den Eric hier wieder hinter. So, Zwiehoff geht gerade raus aus der Führung. Dann kannst du eigentlich auch mal unseren Kapitän beschützen. Unter 5 Kilometer bis zum Sprint. Natürlich haben wir durch unseren Ausreißversuch sehr, sehr gelitten. Oh, dann geht Heinzke raus. Irgendwie zu spät auf jeden Fall. Den nehme ich jetzt mal gleich raus. Rücktisch. Bam. Bleibst du hier. Führt Kron weiter. The riders have upped the pace. Unter 2. Oh Gott, Kurven. Aber der Erik checkt ihn. Der Erik geht einfach mal ein bisschen früher raus. Rot ist noch da und da hat er den Sprint gewonnen, ey. So muss er, ey. Gimmel, hab ich nicht gecheckt, wa? So, den haben wir auch gewonnen. Also die 8 Punkte, die wir gut machen konnten in der Etappe, die haben wir auch gut gemacht. Es gibt zwar jetzt am Ende noch ein paar Punkte, aber ich glaube nicht, dass der Erik welche mitnehmen kann. Wir lassen uns jetzt schön zurückfallen. Ich meine, wir werden jetzt schon nicht mehr auf ausgezeichnete Frische kommen. Den Kron gönne ich mir jetzt nochmal für Erik. Komm Erik, ey, so wie 65 brauchst du nicht mehr fahren. So, Ironsman ist für sich selbst eingestellt. Den stellen wir auch mal für sich selbst ein. Und wir lassen uns entspannt zurückfallen.
Ich habe jetzt die nächste Bergetappe halt auch nicht im Kopf. Es kann natürlich sein, dass es da nur eine Sprintwertung gibt und dann war die ganze Mühe hier auf der Etappe völlig umsonst. Ja, ich lasse mich jetzt hier durchreichen. Und da sind wir auch schon hinten. Uh-oh, the pack is quick in the pace. Sind hier auch nur zu zweit. Du kannst hier mal mit 55 führst du hier mal hoch. Heinz haben wir hier noch. Komm, lass ich mal zurückfahren. Da ist er auch schon da. Vielleicht kannst du ja Erik noch ein bisschen beschützen. Na, Wasser werden die nicht nochmal brauchen. Wir auch nicht. Und die da hinten könnten sich selber holen. Hä? Warum hat jetzt Kron damit aufgehört? Nee, Kron, du musst hier mal führen. 50 sollte reichen. Gucken wir mal ein bisschen, ob der Heinschke sich ein bisschen entspannt. Ah, der Rote kommt nicht wirklich wieder. Komm, ich gebe dir nochmal den rein hier. Ne, kriegt er keine Entspannung rein, der Heinschke. Ist ja auch egal, die Führenden, die sind vorne. Und da gehen wir jetzt auch hin. Aaronsman ist noch dabei. Und hier haben wir das Hauptfeld von vorne. The finish line is getting close. The riders just passed the 10 kilometers road sign. Ah, seinen roten hat der Heinschke zumindest wieder voll bekommen. Und da lässt Aaronsman abhängen. Oh, es gehen nochmal Angriffe ab. Again, an attack is launched. The group has Daune, Vingegaard und Ayuso sind unterwegs. Ayuso ist hier Topfavorit auf der Etappe. Einen habe ich noch vergessen. Irgendwer ist noch mit dabei. Ach ja, Blasov. unser Kron hat uns jetzt aber abgehängt. Komm, Erik. Fährst den letzten Rest selber hoch. Boah, wir machen weiter hier. Ein bisschen seppen können wir, denke ich mal, noch. Die vier sind erstmal im Moment zusammen. Boah, Ayuso geht nochmal. Vlasov hängt dran. Vingegaard und Staune sind geschlagen. Ayuso wackelt aber ganz schön mit dem Kopf. Ich glaube, Vlasov sieht ein bisschen stärker aus. Jetzt setzt er sich auch so langsam nach vorne, oder? Jetzt ist er vorbei. Falling behind. A team leader is falling behind. The riders are in a portion above 10%. Na, ich glaube, die beiden nehmen sich nicht viel. Ich denke mal, hier können es. Nee. Oh. Ich dachte, hier sehen wir es besser. Ja, Vlasov war deutlich stärker. And it's a solo victory for Alexander Vlasov. Oh, er hat Ayuso aber noch mal richtig stehen gelassen. Weil die Etappe hat es auch in sich, ne? Erstmal Ohr-Kategorie und dann hier der hier, der ist ja quasi, ne, in einer Steigung bis nach oben, der Schlussanstieg. So, Erik ist noch unterwegs. Da ist er drin. Ja, dann hoffen wir mal für die nächste Etappe, dass sich die Arbeit gelohnt hat. Da kommen die letzten Fahrer. Tja, ich weiß nicht, ob die das bei Cyanide immer nicht überprüfen, ne? Es muss einem doch auffallen, dass wenn da eine Rechtskurve am Ziel kommt, man die Kamera nach links setzt, dass das deutlich schlechter ist, als wenn man die Kamera nach rechts setzen würde. Das muss denen doch eigentlich auffallen. Also, das ist so meine Meinung. Könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Also, diese Kamera hier, meine ich, das muss einem doch auffallen, dass die scheiße platziert ist, sondern dass man sie genau auf der anderen Seite bräuchte, um halt, ne, mehr zu sehen. Aber, wie gesagt, ist nur meine Meinung, ne? Vielleicht sehen das ja auch Leute anders, ne?
Wir gehen zu den Ergebnissen. Also ich würde halt immer bei einem Replay die Kamera so platzieren, dass man, ne, viel sehen kann und nicht, dass man da, was weiß ich, ein paar Sekündchen noch einen Fahrer sieht und den Rest sieht man nur diese Bande die ganze Zeit. So, Sprintertrikot. Sind wir jetzt noch 7 Punkte zurück? Gucken wir mal, ob wir die auf der nächsten Etappe kriegen können. Wie gesagt, wenn es wieder 2 Sprints gibt und man die gewinnt, dann bin ich dran. Also wenn es wieder dieselben Punkte gibt. So, rein in die nächste Bergetappe. Ich meine, es ist vielleicht auch noch möglich, das eine oder andere Pünktchen hier bei dem Zeitfahren mitzunehmen, aber brrt, das ist mir irgendwie ein bisschen zu heiß. Ich würde es jetzt gerne auf der Bergetappe schon machen. Frische war danach nur auf durchschnittlich, also denke ich mal, kommen wir so auf gut, wa? Oh ja, genau auf gut. Und es gibt nur einen Sprint. Das ist natürlich wieder sehr, sehr ärgerlich. Ich denke mal, okay, wenn ich jetzt ausreiße, dann habe ich dann wieder beim Zeitfahren nicht so eine gute Frische. Weil jetzt dürfte es eigentlich gehen mit dem Ausreißen, jetzt wo wir nur noch 58er sind. Dann hier 4 Punkte, dann sind wir noch 3 hinter ihm, müssten dann also im Zeitfahren nochmal 4 einheimsen. Schauen wir mal, ob das alles noch so gut geht. Greetings to all. Mountain stages are especially interesting to watch. It's not by chance that the major events to have marked the history of cycling have taken place on mountainous terrain. Ja, und damit herzlich willkommen zur vorletzten Etappe der Tour de Helvetia hier. Wir haben glücklicherweise plus eine eingefahren. Denn ich würde jetzt gerne wieder ausreißen. Ich will diese 4 Punkte haben. Auch wenn eben die Chance da so beim Zeitfahren dann nochmal 4 Punkte einzufahren gering ist, will ich sie auf jeden Fall haben. Deswegen eiern wir hier nach vorne. Das Team kann für sich selbst bleiben. Können wir auch loslegen. Auf geht's. Erik ist auch im Weg nach vorne. Und naja, wir müssen natürlich auch hoffen, dass keine Sprinter mitkommen. Der hier auch schon. Oh, Hirschi, ausgerechnet Hirschi. Attack by Lilian Calmejean. Das ist Calmejean. Naja, dann gehen wir mit dem Hirschi mal mit hier. Ah, guckt euch diesen Dreckigen an. Deli ist dabei. Alter, der kämpft wirklich um sein Bergtrikot. And it's a swift acceleration by Maximilian Schachmann. Nicht wundern, wenn ich immer mal dreckiger sage. Das meine ich natürlich nicht ernst. Natürlich würde ich selber auch da drum kämpfen. Weil 15 in der Gruppe. Feld ist Puls immer noch niedrig. Und Kron ist hier, oder? Ja, aber Kron darf ich nicht steuern. Ja, nun gut, der ist am Berg auch besser wie wir, ne? Aber ich bin ganz ehrlich, also er hier macht es, der Deli. Dann mache ich das auch. Der macht das wie dieser Stewart beim Giro, dass er sich die ganze Zeit nur hinter mich hängt. Und naja, wenn der das macht, mache ich das auch. Also am Berg ist er genauso gut wie wir. Am Hügel ist er schlechter wie That's wir. the Im end of the Sprint ist er breakaway. The deutlich pack besser. gave them no chance. Hier, der hängt Here's a schon wieder an mir breakaway. dran. Aber ich mache jetzt keinen Angriff. Also er kann eigentlich keinen Gegenangriff machen, wenn ich mich einfach nur hinter Kron ranhänge. Ja, er kann das natürlich trotzdem. Irgendwie jagen die da vorne sowieso alle. Wer könnte denn das da vorne sein? Also irgendeinen da vorne mögen sie überhaupt nicht. Dann lassen wir die erstmal wieder einfangen. Oh, schön blockkassiert. The peloton has definitely accelerated, meaning that an attack is Oh, ist highly ein Sturz. unlikely. There's a mass crash in the pack, but it doesn't look too Jetzt mal serious. dieses Tarn hier. Dann nehme ich an dem Chrono mal ran.
Alter, dieser Lee, Alter, du kannst machen, was du willst, denn der bleibt an dir dran. Da nochmal einen Gegenangriff starten. Jetzt ist die Lia irgendwie, dadurch, dass ich weggefahren bin, weg. Ne, die Lia ist immer noch da. Der lässt mich nicht gehen. Wir sind jetzt hier 11. Da ist Heinzke. Ist Krone auch noch da? Nö. Dann häng ich mal an Heinzke ran. Ja, der Abstand wird auch kleiner. Also die jagen uns immer noch. Bin mir jetzt noch nicht ganz so sicher, wieso, weshalb, warum, aber macht mal. So, ich klicke mich jetzt aus. Weil der Deli das ja auch immer macht. Das Feld jagt uns aber auch noch. Guck mal, die alten Bolzen, ey. Ich meine, die hier bolzen auch richtig. Aber da hinten ist der Puls auf jeden Fall im gelben Bereich und die sind halt deutlich mehr Leute wie wir. Da vorne ist aber schon ein bisschen am Wackeln. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Na, zumindest haben wir mal über 50 Sekunden. Also Sousa ist keine Gefahr für die vorne. Der ist auch keine Gefahr. Der auch nicht. There's more than a minute on the clock. The brake seems to be working. Und selbst Hirschi ist keine Gefahr. Also eigentlich ist das, was das Feld da hinten macht, dämlich. Also verballern sie halt nur ihre Energie, weil hier ist kein Fahrer irgendeine Gefahr für das gelbe Trikot. Tja, wir bleiben ja auf jeden Fall hinten sitzen. Also ich gehe nicht in die Führung. Werd aber auch wahrscheinlich den Berg, weil eben das Feld so ein Tempo fährt, nicht überleben. Ich cut euch das jetzt raus und naja, je nachdem, wie sich das Rennen entwickelt, ne? Entweder sehen wir es hier vor dem Sprint wieder oder dann erst zum Schlussanstieg. So Leute, ich habe ja mal Pause gemacht. Wir haben noch ein paar Kilometer bis zum Sprint. Ich habe jetzt mal dieses Tarn genommen und jetzt haben sie ja alle so ein Symbol, bis auf Hirschi. Dann hoffen wir doch mal, dass wir dem hier jetzt ein Schnippchen schlagen können. Versuchen wir uns mal durchzuwuseln. Und dann greift der Erik mal an. Ja, natürlich, ey, bringt dieses Ding überhaupt gar nichts. War ja irgendwie klar. Ja, ein bisschen Vorsprung haben wir. Naja, Hirschi ist dran geblieben. Vielleicht will der ja vom Sprint nichts. 20 Sekunden. Mal ist vielleicht nicht schlecht, wenn Hirschi den zweiten macht. Kriegt auf jeden Fall Deli weniger Punkte. Ich fahre mal einfach so weiter erstmal. Ey, Hirschi, nicht sprinten. Das sieht gut aus, Hirschi. So wollen wir das sehen. Ja, sehr schön. Den haben wir gekriegt. Und... Ah, Mist, ey. Ich kann es nicht mehr sehen. Mist. Zu spät. Da kommt schon die anderen. So, jetzt braucht der Erik mal Wasser. Und jetzt machen wir auf jeden Fall gar nichts mehr. Wir haben unser Ziel erreicht. Die anderen sind gleich wieder an uns dran. Ja, Hirschi war auch der Einzige, der von diesem Tarn nicht betroffen war.
Ja, jetzt können wir durchseppen. Vor allem, wie der Dilly hier kämpft, ne? Ist ja doch gar nicht sicher, dass ich irgendwie beim Zeitfahren noch was reißen kann, weil die 4 Punkte, die haben mir auf jeden Fall ja noch nicht gereicht. Wir brauchen ja noch 4 Punkte. Und naja, da unser grüner Balken jetzt schon nicht mehr gerade viel hat und es kommt noch der Schlussanstieg. There's an attack in the leading group. Some riders were not giving it their all and sharing the pace. Ich fahre hier mit 2 weiter. Auch Deli hat sich schon zurückfallen lassen. Da ist auch schon das Feld. Now the guys up front are asking serious questions of the riders in the rear as more of them are left in the wake. Ich denke mal, beschützen wird uns sowieso keiner mehr. Wir sortieren uns hier hinten im Feld ein. Van Hauke goes onto the attack. We've got 15 kilometers to the finish line. Van Hauke, der war mit uns in der Gruppe. Teamkamerad von Dilly. Und da sind wir im Schlussanstieg. Runterdrehen, Erik. Runterdrehen. Oh, der ist ja schon ganz alleine. Können wir hier an die Gruppe irgendwie noch ran? Ja. Komm hier, den reiße noch, Erik. So, und stopp. Da bleibst du hinter. Und dann gehen wir ins vorderste Kameramotorrad. Oh, Vingegaard greift an, Staune. Wird es Vingegaard zurück? Oh, er hat schon über 1 Minute drauf. Ja, Wasser wird keiner mehr brauchen. So, die beiden wurden hier aber wieder eingefangen. Arensman ist noch dabei. Bisschen können wir auf jeden Fall noch zappen. Gibt es eigentlich noch ganz vorne? Attack by Vingegaard. Nee, das ist ganz vorne schon. So, die drei sind aber schon ganz schön am Wackeln, auch wenn sie sich absetzen konnten. Da kommt Vlasov im gelben Trikot. Falling behind. A team leader is falling behind. Noch 5. 5 Kilometer to the finish line. Immer noch. Ab durch den Tunnel. So, die Top-Favoriten sind alle wieder zusammen. This climb features some dreadful percentages. Ja, Rodriguez macht auch ein bisschen Arbeit. Und da ist er wieder fertig. Jetzt geht Ayuso nochmal, oder? Schöne Bergetappe. Da würde man sich natürlich einen Bergfahrer wünschen. Aber es sieht im Moment noch nicht so aus, als wenn... Doch, jetzt hat Ayuso ihn stehen lassen, ne? Der wackelt doch mit dem Kopf, ne? Ja. Wie weit ist Ayuso zurück? Nur 40 Sekunden. 10 bekommt er ja hier Bonifikation. Mal gucken, wann Staune... Staune sei schon. Wann Vlasov reinkommt. 20. Oh, das wird zwischen den beiden ganz knapp. Der ist hier irgendwas so zwischen 35 und 45 ist er reingekommen, der Vlasov. Aber warte mal, ja, selbst 35 würde ihn... Ja, nee, er kriegt ja als Zweiter, kriegt er auch nochmal Zeitbonifikation. Das ist wirklich ein ganz knappes Rennen zwischen den beiden. Da ist Erik drin. Da hinten kommt mit Dainese unser Letzter. Also, Entschuldigung. Ja, noch ist hier so ein bisschen grauer Balken zu sehen. Da sind noch einige Fahrer unterwegs. Das war's, glaube ich. Ja, und auf der Ziellinie gönnen wir uns die Ergebnisse. Und da bin ich aber gespannt zwischen den beiden.
Ja, er hat ihm tatsächlich hier noch 44 Sekunden abgenommen. Also, Yuzo hat hier die Gesamtwertung gewonnen um 8 Sekunden. Ach, oh nee, ich bin ja ein bisschen zu früh. Er hat noch gar nicht gewonnen. Es kommt noch ein Zeitfahren. Da ist er aber mit 79 von den dreien, die hier vorne sind, auch der Beste. Und der hat schon 2,57 und ist auch im Zeitfahren viel schlechter. Also Vingegaard mit 78 im Zeitfahren ist zwar noch ganz gut, aber ich denke mal nicht, dass er über 2 Minuten aufholen kann. So, dann das für uns interessante Trikot. Ja, wir sind tatsächlich diese 4 Punkte hinter De Lee. Naja, ob wir die jetzt im Zeitfahren kriegen können, weiß ich nicht. Vor allem jetzt hier wieder auf unterdurchschnittliche wegen unseren 2 Ausreißversuchen auf den Bergetappen. Aber wir gehen mal rein ins Abschlusszeitfahren. Vielleicht ist ja doch was möglich. Kriegen wir denn wenigstens wieder gut bei Frische? Das wäre schon mal nicht schlecht. Tour de la Belgique wird erstmal simuliert. Ei, nein, wir haben nur durchschnittlich bekommen. Okay, wir kriegen ja Eigenschaft Regeneration nochmal in grün. Vielleicht kriegen wir eine gute Form. Hier mal für euch das Magazin, aber wenn ich mir die hier vorne schon alle angucke, dann kriege ich hier auch keine Punkte beim Zeitfahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und damit herzlich willkommen zum Abschlusszeitfahren der Tour der Helvetia hier. Ja, und 4 Punkte werden wahrscheinlich nicht reichen, weil die Lee mehrere Etappen gewonnen hat. Wir haben nur eine Etappe gewonnen. Wir werden wahrscheinlich 5 Punkte brauchen. Und wir sollen hier 15. der Wertung werden. Sind in 96 Fahrern dran. Ja, da würde ich sagen, ich cutte euch das erstmal raus, bis Erik auf der Rampe steht. Ja, und da ist Erik soweit. Gute Form haben wir zwar eingefahren, aber wir können das trotzdem nicht erreichen. Und das liegt halt daran, wenn ihr hinten mal guckt. Es gibt hier halt ganz wenig Punkte. Der Vierte bekommt schon nur noch 4. Dann wären wir punktgleich mit Deli. Also nur ihn überholen könnten wir mit dem dritten Platz. Und dass wir hier einen dritten Platz bei 25 Kilometer Einzelzeitfahren machen, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. So, das müsste 85 sein. Ich fahre mal mit 85 los. Schauen wir mal, wie die Balken sich entwickeln. Und da ist Erik unterwegs. Das sieht gut aus. 86. 87. Ne, 87 ist zu viel. 86. Ich glaube, 86 passt ganz gut, ne? Obwohl da haut der Gelbe ein bisschen zu schnell ab. Ne, 86 ist nicht gut. 85. So, wenn man mal ein bisschen Rot weniger hat, das ist nicht so schlimm. Aber wenn der Gelbe weg ist, das ist ganz übel. Ja, selbst bei 85 haut der Gelbe, glaube ich, ein bisschen zu schnell ab. Kann aber auch dran liegen, dass ich zwischendurch 86 und 87 gefahren bin. Entschuldigung. Aber diesen Husten werde ich seit November nicht los und wir haben im Moment Juni. Nur 1 Kilometer noch bis zur Zwischenzeit. Der ist bissiger vorne. Der hat weit über 80 im The Zeitfahren. intermediate time isn't good, but he can still bring home the bacon. Okay, wir sind Vierter. Was jetzt nicht unbedingt was zu sagen hat, denn wir müssen unseren Gelben noch zurückbekommen. Muss mal ein bisschen runter machen. Ah, selbst mit 83 kommt der Weiße an den Gelben nicht so richtig ran. Mal 82, jetzt geht es leider auch noch bergauf. Es gibt zwar auch so ein paar kleine Bergabstücke, aber nicht so viele. Jetzt sind wir gerade in so einem Stück bergab. Was macht der Gelbe? Er macht mir Sorgen. Das macht der Gelbe. Er macht mir Sorgen. Fahren wir mit 80 weiter. Aber auch da holt der Gelbe irgendwie, der Weiße nicht auf gegenüber dem Gelben, ey. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommt die nächste Zwischenzeit. Wieder Vierter. Wir müssen hier leider weiter runterdrehen, ey. Das kann's doch nicht sein, ey. Hol mal auf, Weißer. Mich hier wenigstens am Schluss vielleicht nochmal ein bisschen Power machen können. Unser Philipsen ist im Moment auf Platz 4. Im Ziel zumindest. Okay, jetzt der Weiße fast dran. Jetzt ist der Weiße dran.
Ich glaube, mehr kann ich trotzdem nicht machen. 2,5 Kilometer noch. Ich glaube, ich muss mit 78 weiterfahren. Am besten sogar 77. 78. Jetzt geht's da zum Ziel den Berg ab. Fugbauer! Nein, wir sind hier nur 9. Ja, aber das war halt zu erwarten. So, mal Zielcam anmachen. Ja, es sind noch einige Fahrer unterwegs. Ich cut euch das jetzt wieder raus und die letzten 10 Fahrer, wenn ich es hinkriege, die präsentiere ich euch dann wieder. Mit Roglic ist hier jetzt gerade der 13. durchgefahren. Ich denke mal, da habe ich es ganz gut für euch erwischt. Schauen wir mal, wann das gelbe Trikot kommt. Wir setzen mal ein bisschen hier. Das war O'Connor. Yates. Martin. Rodriguez. Da kommt McNulty. Also das erste Zwischenzeit hier, wo ich stehe. Allendoyle. Können wir ja immer auf die Zeit auch machen. Allendoyle hier gerade die Führung übernommen an der Zwischenzeit hier. Staune. Allendoyle immer noch vorne. Vingegaard. Der konnte sich auf Platz 4 hier einsortieren. Da kommt Vlasov. Und da ist Ayuso. Konnte jetzt an der Zwischenzeit aber auch nichts machen. Dann zack mal eine weiter. Wo sind wir? Oh, der war ein bisschen schnell. Aber es war Allendoyle. Konnte ich hier gerade an der Tabelle sehen. Jetzt kommt erst Stau, ne? Okay, der wird auch schon fast vom Vingegaard eingeholt. Allendoyle immer noch bei der Zwischenzeit vorne. Da ist Vlasov. Oh, Platz 3, ganz gut platziert. The best time has fallen still further. Das wird Allendoyle gewesen sein. So, ja, Allendoyle ist im Ziel vorne im Moment. Da kommt Vingegaard. Auf Platz 4 reingekommen. Da ist Vlasov auf Platz 3 reingekommen. Und Ayuso ist 5. geworden. Allerdings nur 33 Sekunden zurück gegenüber Vlasov. Hat er auch nur 5 verloren. Ne? Bleibt da ganz knapp im Gelb-Trikot. Jupp, 3 Sekunden Vorsprung vor Vlasov. Ja, wir haben das definitiv ja nicht geschafft. Hier die Bergwertung einmal. Da ist unser Heinzko auf jeden Fall mit drin. Ah ja, um 4 Punkte hat uns Dilly geschlagen. Wir haben gekämpft, hat nicht gereicht. Und naja, in dem Fall kann man halt sagen, ja, wäre ich mal bei irgendwelchen Zwischensprints doch mal mitgegangen, dann hätten wir hier das Trikot vielleicht gewonnen. Ich habe mich so ein bisschen auf die Siege bei den Hügeletappen verlassen. Und naja, von 5 Rennen habe ich leider nur 1 gewonnen. So, sind wir im Team platziert. Naja, hier unten auf Platz 10. Da können wir jetzt in den Ergebnissen gehen. So, und damit haben wir die Tour de Helvetia auch hinter uns gebracht. Gibt es hier ein paar Pünktchen vom Manager für. Und jetzt als nächstes stehen dann die nationalen Meisterschaften an und danach sind wir dann schon in der Tour de France. Und mit dem Ende dieses Zeitfahrens haben wir auch das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.